Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Jurassic World Evolution 2 Video. Und in diesem Video möchte ich mir mit euch mal gemeinsam das Indominus Rex Paddock aus dem Film angucken. Das hat nämlich jemand nachgebaut. Also das ist das Gehege, wo der Indominus Rex drin aufgezogen wurde, gewachsen ist und dann am Ende auch ausgebrochen ist. Und das ist sehr, sehr detailliert nachgebaut mit ganz vielen Mods. Aber wir gehen jetzt erstmal hier unten zu dem Helikopterlandeplatz. Der ist nämlich gerade gelandet. Also hier können dann auch wichtige Mitarbeiter direkt eingeflogen werden, wenn sie dann hier Forschung durchführen wollen am Indominus. Übrigens, diese ganzen Kisten und Kräne, die sieht man auch im Film. Ich werde auch den ein oder anderen Vergleichs-Screenshot dann für euch einblenden, damit ihr seht, wie detailliert das Ganze hier ist. Also es ist halt so, dass Claire und Owen mit dem Auto hier vorfahren und ungefähr so parken, so schräg. Und dann kann man halt auch schon ganz gut sehen, dass dort viele Kisten sind und auch Kräne im Hintergrund. Und das hier ist tatsächlich das Tor, wo der Indominus Rex dann noch ausbricht. Das sieht im Film tatsächlich ein bisschen anders aus. Also es ist kein blaues Tor, aber das wurde halt hier so nachgebaut, damit man das auch wirklich öffnen kann, weil das sind hier zwei funktionierende Tore, was ich sehr cool finde, weil dadurch kann man halt diese Szene komplett richtig gut nachspielen. Werden wir auch gleich noch machen. Also wir werden auf jeden Fall den Indominus Rex gleich noch freilassen durch das Tor. Aber wie gesagt, die steigen dann hier aus, also stellen das Auto hier ab, steigen hier aus und gehen dann hier an die Seite von dem Ganzen diese Treppe hier hoch. Die wurde nämlich auch eingebaut. Hier könnt ihr das auch nochmal sehen, ungefähr von der Position. Und als sie dann ganz oben stehen, sieht man diese Stelle ganz gut. Also man sieht hier den Kran im Hintergrund auch, wie im Film. Und man sieht sogar diese Ecke. Leider sitzen da nicht die Bauarbeiter oben auf den Relings, so detailgetreu kann man es nicht nachbauen. Und ihr müsst auch immer bedenken, im Spiel ist immer ein bisschen von den ganzen Größenproportionen, so sieht das ein bisschen anders meistens aus. Also ganz perfekt kann man es leider nicht machen. Aber man kann, glaube ich, die Szene schon sehr, sehr gut erkennen. Und über diese Treppe und den Eingang hier kommt man dann in einen Forschungsbereich. Das ist nämlich hier vorne. Da stehen dann auch Claire und Owen und beobachten hier das Gehege. Steht sogar ein Typ, der gerade so ein bisschen Forschung durchführt, das ist ganz passend. Ich kann euch die Szene auch gleich nochmal zeigen, aber ich will mal eben die Kamera perfekt ausrichten, denn diese Palme sieht man auch im Film. Und jetzt blende ich mal den Screenshot für euch ein, dann kann man es ganz gut erkennen. Ihr wundert euch sicherlich auch, warum hier so ein Hai zu sehen ist. Das hat auch einen Grund, denn ich würde sagen, wir schlüpfen mal ganz kurz hier in die Ansicht von dem von der Beobachtungsgalerie. Ah, da ist sogar der Indominus. Da können wir perfekt beobachten. Im Film wurde es halt so gemacht, deswegen hängt auch der Hai. Es wurde nämlich so eine, ja, so ein großes Stück Fleisch in das Gehege gefahren, um den Indominus Rex anzulocken. Und da es sowas im Spiel nicht gibt, wurde halt hier der Hai verwendet, was ich auch ganz cool finde. Leider ist es halt so, dass dieser Balken da, wo der Hai befestigt ist, gehen nochmal kurz in die andere Ansicht. Also dieser Balken hier, den sieht man nicht, also das Kabel von dem Leader geht eigentlich in den Wald hinein. Aber da man da auch nicht die Möglichkeit hat, finde ich diese Lösung schon ganz okay. Aber es ist trotzdem schön, weil man sieht halt im Hintergrund von diesem Stück Fleisch auch einen dichten Dschungel. Und das wurde hier auch nachempfunden. Finde ich wirklich sehr gut nachgebaut, diese Szene. Und dann sieht man auch im Film noch diese braunen Trampelpfade. Da laufen die dann auch lang, Owen und so ein Mitarbeiter. Und dann kommt halt raus, dass der Indominus Rex noch im Gehege ist und sie noch reingelegt hat. Und dann flüchten sie halt so schnell wie es geht zu diesem Tor. Bin ich jetzt den richtigen Weg gefahren? Ich weiß nicht, es kann auch dieser Weg gewesen sein. Also einen dieser Wege folgen sie. Ja, dieser ist es, glaube ich, eher, oder? Schwierig zu sagen. Ihr seht es ja auf dem Filmscreenshot. Aber sie rennen auf jeden Fall zu diesem Tor. Das wird dann auch geöffnet. Genau so. Und da flüchten sie dann durch. Finde ich cool, dass sich hier wirklich für so ein richtiges Tor entschieden wurde, dass man es auch öffnen kann. Auch wenn es halt ein bisschen anders aussieht. Genau, da kommt Owen noch gerade durch. Aber leider schafft es der Indominus Rex auch dort rauszukommen. Oh, genau wie jetzt. War gerade rausgetappt. Jetzt ist er ja auch escaped, wie im Film.
Und das war eigentlich so die Szene. Dann wurde hier noch so ein bisschen sich unter Autos und sowas versteckt. Autos sehe ich jetzt leider gar nicht. Es wäre noch ganz cool gewesen, hätten hier Autos geparkt. Kann aber sogar sein, weil einige Mods konnte ich leider nicht installieren. Also vielleicht konnte ich euch jetzt nicht mal ganz alle Details zeigen. Aber ihr seht es ja, der Indominus Rex ist frei und macht Jagd. Passt also perfekt. Finde ich echt cool, dass es funktioniert mit diesen Toren, dass er auch wirklich dann ausbüchst. Und dann kann man die Szene echt nachstellen. Ist meiner Meinung nach sehr, sehr gut gelungen, das Indominus Rex Paddock. Ich hatte jetzt nochmal einen weiteren Screenshot gefunden, wo man sehr, sehr viel sehen kann. Nämlich sieht man da auch den Helikopter, wo der landet. Da ist eigentlich gar kein richtiger Landeplatz. Aber da ist solche Lande... Ich weiß, obwohl mittlerweile gibt es, glaube ich, mit Mods auch solche Landeflächen, wo man einfach Helis platzieren kann, ne? Oder ist das nur mit Autos? Nee, ich glaube, das ist nur mit Autos. Aber trotzdem, auf jeden Fall, die Stelle, wo der Helikopter landet, ist genau wie im Film. Allerdings ist da eigentlich nur so ein Schotterplatz. Aber man sieht auch ganz gut auf dem Screenshot zum Beispiel hier links diesen Kran, der steht genau an dieser Stelle. Und ich glaube, rechts sieht man auch, den habe ich jetzt auf dem Screenshot leider nicht ganz mit drauf. Aber man kann, glaube ich, ganz gut erkennen, was ich meinte mit den Größenverhältnissen. Also das sieht halt im Film schon wieder von außen super klein alles aus. Aber wenn die dann im Film da hochgehen und reingehen, sieht es auch wieder größer aus. Also im Film ist auch immer alles ein bisschen unrealistisch, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, man kann echt gut die Details schon erkennen. Und das kommt schon sehr, sehr nah an den Film ran, muss ich sagen. Ich habe mal jetzt noch hier eine Brutstätte mal reingesetzt in das Tor, weil dann passt das farblich ein bisschen besser. Ist jetzt hier nicht ganz perfekt, weil das so ein bisschen da drin ist. Aber ich fand eigentlich die Idee ganz cool, dass der dann da so rausläuft, weil die Animation ist ja ganz nice, wenn man den frei lässt. Da könnten wir dann ja das nochmal so ein bisschen so aussehen lassen wie im Film. Boah, das ist schon böse. Aber ich finde das auch sehr, sehr cool, dass er dann immer noch so sein Camouflage macht. Ist ja leider nicht so wie im Film. Also im Film ist es ja nochmal ein bisschen krasser. Aber er ist eine Killermaschine, auch hier im Spiel. Geht direkt auf die Gäste los. Und er sieht auch sehr, sehr böse aus. Und das Coole ist, bei der Mod gibt es sogar noch eine zweite Version. Nämlich eine Version von dem Concept Art. Bei dem Concept Art sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da will ich aber jetzt nicht so sehr drauf eingehen. Ich finde eigentlich immer eher die Sachen aus dem Film interessanter, muss ich sagen. Ist aber trotzdem auch cool nachgebaut. Ja, das ist sogar der Indominus. Ja, auch sehr, sehr interessant. Ich liebe ja solche Filmnachbauten. Und ich finde es immer krass zu sehen, wie kreativ die Leute sind. Und das soll es jetzt auch mit diesem Video gewesen sein. Wir fliegen ab. Ich hoffe, ich konnte euch gut den Vergleich zu dem Film rüberbringen mit den Screenshots. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und ich verlinke euch das Ganze natürlich unten in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal vorbei, wenn euch das interessiert. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.